Das Gemeine ist ja, wir könnten ihn theoretisch von hier treffen, aber es wird nichts bringen, glaube ich, ne? Ich persönlich bin ja auch, Rollstuhlfahrer, das wissen die meisten nicht. Ich bin Rollstuhlfahrer aus Leidenschaft und aus Dresden. Eigentlich aus Köln, naja. Denn, das wissen auch die wenigsten, mein Stuhl hier, mein Bürostuhl hat auch Rollen. Es ist also ein Rollstuhl. Ich kann mit dem tatsächlich professionell hin und her fahren. Und insofern, ich solidarisiere mich da gerne. Ich bin pro Rollstühle. Gronkh, hast du was gegen Rollstuhlfahrer? Gronkh, hast du was gegen Solidarisieren? Alter, wir haben es geschafft. Na, jetzt. Wir haben es echt geschafft, ich glaub das nicht. Wir haben es geschafft. Wir leben noch. Wir leben noch. Oh mein Gott. Wir haben die Axt verbrämt, aber wir leben noch. Ich glaube, mit Axt hätten wir eine wesentlich höhere... Alter, Es tut irgendwie wieder gut, hier zu sein. Ich weiß nicht, warum. Jetzt mit meiner Himalaya-Trekking-Erfahrung, die sich natürlich vom Helikopter bis in den Schnee erstreckt, werde ich dieses Game ruhlen, werde ich es. Ja, ich hätte es nicht gedacht. 6 Minuten rum und schon ist die Krise überwunden. Vergangenheitsgronkh, du bist lahm. Ich jetzt mit meinen neuen Survival-Skills, ne? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung aufgrund aktueller Geschehnisse, die sich später aufklären. Sehen Sie nun wichtige Szenen, die nicht hätten weggeschnitten werden dürfen und deswegen jetzt wieder eingefügt wurden. Naja, also bis gleich. Moment. Ach, sieht das schön aus jetzt. Uele Redstone. Ja, wow. Ja. Na, Katze? Guck mal. Guck mal, ich rieche nach Fisch. Ja, gucke mal. Na, guck halt nicht. Fatality. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Alter, das wollte ich wirklich, wirklich nicht. Das tut mir von Mietze Maun zu Mots. Mots, Mietz. Motzen. Alter, scheiße. Das war die letzte Katze. Die anderen sind ja einfach alle verschwunden. Zusammen mit den Hunden. Verschwunden Hunden. Das wollte ich nicht. Scheiße, jetzt glaub mir doch endlich, ich wollte es wirklich nicht. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Der will in mich übergehen? Ah nee, der will in die Patienten. Das müssten sie mal in der Sesamstraße bringen, weißt du, mit so einem Bürostuhl? Hallo, mein Name ist Kermit der Frosch. Hier sitze ich gerade. Heute klären wir den Unterschied zwischen in und auf. Grobi sitzt auf einem Bürostuhl. Hallo, Freunde. Ich kann seine Synchronstimme, also seine Stimme kann ich nicht. Ich kann den Grobi nicht. Und dann müsste... So, jetzt hatte der Grobi... Na, ist ja egal, was der hatte, auf jeden Fall. Jetzt ist Grobi in einem Rollstuhl. Das ist in. Weißt du, da bist du auch als Kind verwirrt, weil der sitzt ja mal auf dem einen Ding, mal auf dem anderen. Da würde ich auch denken, Alter, der Kermit, der hat eine Macke einfach. Sprung mal so schön. Hey, Juppie, was hängt mir da zwischen den Beinen? Was hängt denn da zwischen den... Was ist denn das? Es ist eine sehr realistische Darstellung. Was ist denn? Das ist mir ein bisschen peinlich. Ja, lass ich... Das kann mir auch nur in der Aufnahme passieren, dass mir einfach der Lümmel raushängt aus dem Hosenlatz. Nee, jedenfalls... Oh, das war Moses, entschuldige bitte. Ganz großer Fauxpas. Dafür komme ich bestimmt in die Hölle. Ich wette, Jesus konnte auch das Wasser teilen.
Der Moses, wenn der jetzt nochmal zurückkommen würde, ne, und würde Wasser teilen, dann hätten ganz viele Leute, die bei YouTube Kommentare schreiben, echt ein Problem. Die mit den Wasserköpfen, die so viel aus Wasser bestehen, da würde sich ja einfach der Kopf in der Mitte spalten. Stell dir mal vor, da kommt so ein Moses, teilt dann seine Hände und plötzlich reißt es den Leuten die Köpfe auseinander, weil da eh nur Schrott drin ist. Oder irgendwelche Flüssigkeiten. Bei manchen würde ich ja nicht mal Pisse vermuten. Eine Ranting-Folge. Mein lieber Freund, was ist denn hier los? Nein, natürlich nicht, aber bei manchen... Bei manchen ist das ja schon wirklich traurig. Und das liegt ja nicht an mir, ich rente ja... Doch, ich muss zugeben, ich rente wirklich ganz gerne mal. Es macht mir einfach Spaß. Man kann sich einfach so auch so ein bisschen... Ich bin kein aggressiver Mensch, ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch. Aber man muss manchmal so ein bisschen diesen Ausgleich haben und ab und zu einfach mal wirklich über die Stränge schlagen. Oh oh. Leiter, da sind wir sicher, das ist gar kein Problem, da kann keine Leitern klettern, Gott sei Dank. Okay, Zombies können auch Leitern klettern, jetzt wissen was. Der kann nur die lange Leiter dann in den kleinen Raum nach oben nicht, wie es aussieht, aber der kann diese eben, konnte er ganz gut. Das ist ja... Ja, Alter, die machen keine halben Sachen, die Jungs. Danke, Bethesda. Besester. Ich bin ja Deutsch, ich sage Besester. Genau, guck mal in die Ecke, dann kannst du dich schämen. Weil deine Eltern gerade schmutzige Dinge getan haben, sonst wärst du mich nicht geboren worden. Das ist für mich sowieso immer so ein Geheimnis. Also mal ganz ehrlich, ne, hier Thema Sex und sowas. Da machen alle immer so einen furchtbaren Geschiss drum. So ein furchtbares Geheimnis. Jeder von uns, ne, also ich verrate dir jetzt mal was, das wird dich total schockieren. Nee, ich verrate ihm was, das wird dich total schockieren. Ein Geheimnis über deine Eltern. Die nämlich haben schon mal gevögelt. So. Tut mir leid, liebe Eltern, wenn ich damit jetzt so manches Geheimnis aufdecke. Aber es ist wahr. Deine Eltern haben schon mal... Stell dir das mal vor. Und dann wird immer in den Medien und überall eigentlich, wird dann immer so ein riesen Geschiss drum gemacht. Als ob jetzt irgendwie Sex was Verbotenes wäre oder was Schmutziges oder irgendwas, wo man sich die Hand vorhält und sagt, weißt du, dabei ist es halt eine Sache Magma-Creme. Wo wir gerade beim Thema sind. Nee, aber es ist halt eine Sache, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum das so tabuisiert wird. Oh. Wow, das war cool. Nee, hab ich nie verstanden, warum das so tabuisiert wird, warum man darüber nicht so reden darf und nicht so offen reden darf und wenn dann immer so beschämt und lalala, was passiert in deutschen Schlafzimmern? Was soll da passieren? 70% der Zeit wird geschnarcht und gefurzt in der Decke und ab und zu wird sich da mal lieb gehabt, wie es ja so schön heißt. Ganz ehrlich, ne, da wird sich nicht lieb gehabt, Schlafzimmer ist Krieg. So, was will ich denn? Ach, ich wollte die Brote weglegen. Warum denn das? Weil ich so schlau bin? Nee, weiß ich nicht. Das ist so... Das ist auch wieder so ein bisschen moralische Zweideutigkeit eigentlich. Oder so Doppelmoral. Weißt du? Jeder macht's, aber alle tun so, als wäre es irgendwie das Schlimmste der Welt. Also wenn meine Mom damals nicht, ne? Und mein Dad damals nicht... Das wäre für mich doch scheiße. Bin ich ehrlich. Also im Endeffekt wäre es mir wahrscheinlich egal, weil dann hätte ich nicht existiert. Dann würde ich nicht sagen, oh doof. Aber hätten sie nicht, dann wäre ich nicht. Gevögelt. Ich sag's mal ganz deutlich. Und braucht die eine Karte, um dann noch zu finden, oder? Entschuldigung, da war ich gerade im Gespräch mitgerissen. So eine Karte kann man...